Jedes Haus ist individuell, mit Um- und Zubauten, Heizungsanlage, Dämmung und Technik. Bei einem Neubau oder einer Sanierung begleiten und beraten die Expertinnen und Experten der Energieberatung Salzburg bei der Umsetzung ihres Projektes. Die Energieberatung Salzburg bietet inzwischen seit fast 20 Jahren eine kostenlose und produktneutrale Beratung rund um die Gebäude an mit Schwerpunkt Privatpersonen. Wer sein Haus energiesparend baut oder sein Eigenheim energieeffizient sanieren möchte, ist zu Beginn mit vielen Fragen konfrontiert. Wo soll ich anfangen? Was kostet das eigentlich? Und lohnt sich das überhaupt? Die Energieberatung Salzburg steht bei diesen Fragen zur Seite. Bei der Energieberatung Salzburg bekommt man alle Informationen rund ums Energiesparen, die das Gebäude bzw. den Haushalt betreffen. Das wären Informationen zur Dämmung, zur Haustechnik, wo die Heizung dazugehört, zur Photovoltaik oder auch zum Energieausweis. Klimawandel, Preisexplosion, Heizungstausch. Hier selber die richtigen Entscheidungen zu treffen, fällt oft schwer. Die Frage, wer sich bei uns melden darf, möchte mal allgemein sagen, jeder, der Fragen rund um Energieeffizienz in einem Gebäude und vor allem im privaten Umfeld hat, inwieweit wir dann in der Beratung konkret Angebote haben oder vielleicht andere Stellen auch teilweise des Landes zuständig sind, das können wir dann gerne klären. Also es ist einmal jeder willkommen bei uns. Rund 50 Energieberaterinnen und Energieberater sind im ganzen Bundesland unterstützend unterwegs. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie wir die Kunden beraten. Unser Hauptangebot ist die Vorortberatung. Das bedeutet, dass ein Berater oder eine Beraterin zum Kunden nach Hause kommt und die ganzen Fragestellungen mit ihm durchgeht. Und ansonsten kann sich der Kunde auch von dem Techniker oder der Technikerin bei uns im Büro beraten lassen, mittels Telefon oder E-Mail. Also die häufigsten Fragen, die die Kunden haben, betreffen ja natürlich diese Energiesparmaßnahmen rund ums Gebäude. Das ist unter anderem Dämmung, dann zum Beispiel Heizungstausch, Fenstertausch. Aber es gehören natürlich auch förderrelevante Fragen dazu, baurechtliche Fragen sowie Fragen zum Energieausweis. Um ein kleines Beispiel zu geben, eine Frage, die auch sehr oft häufig vorkommt, ist eben, ich möchte mir jetzt gerne in meinen Gartenzaun eine Photovoltaikanlage installieren. Ist diese baurechtlich bewilligungspflichtig und bekomme ich überhaupt eine Förderung dazu? Aufgrund der steigenden Nachfrage werden Energieberaterinnen und Energieberater Kurse angeboten. Die Ausbildung bietet einen gemeinsamen Überblick über die bauphysikalischen und haustechnischen Anforderungen eines modernen Gebäudes. Wir erleben es sehr oft, dass Leute eher zu spät zu uns kommen, also womöglich nach Umsetzung von Maßnahmen. Da haben wir dann womöglich Schwierigkeiten mit der Gewährung von Fördermöglichkeiten. Das heißt, am lohnendsten so früh wie möglich, sobald Maßnahmen geplant sind, melden. Weitere Infos finden Sie unter www.salzburggv.at/energieberatung.